dazu bekommen. Würde ich da mal sagen, setzen wir das doch nochmal hier komplett in Flammen. Und Holz kriegen wir auch noch gerade dazu, aber wirklich helfen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Jetzt haben wir schon wieder zu wenig Holz. Ach ja. Wenn es doch nur so einfach wäre mit dem ganzen Holz. Vielleicht kann ich ja... Die Truppen des Schweins greifen an! So, Religion. Priester einer. Naja, gut, aber... Ja, was soll's. Oh, das wird alles mehr und mehr. Unglaublich. Kann man vielleicht noch einen... Wird natürlich wieder Leute aufbrauchen, wie bescheuert. Aber wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Noch einen bauen. Dann noch ein paar Ochsenjoche dazu. Okay, lassen wir sie mal laufen. Da hinten sind ja eh so total langsam. Ich hoffe, die zerlegen mir nicht alle Fallen, sondern nur ein paar davon. Dann ist der Rest, die noch aufzuheben. Schön. Der erste Trupp ist mal wieder fast komplett gefallen. So, jetzt kommen natürlich erst die Armbrustschützen unter Feuer. Okay. Eure Befehle? Erst die Armbrustschützen. Und dann... die Waffenträger. Und die werden doch dann mal bitte jetzt Feuer gefällig gesetzt. Na, jetzt können wir ein guter Zeitpunkt. Da ist er, da ist er, da ist er. Genau der Pfeil wird jetzt alles hier verbrennen. Die hoffentlich in der kompletten Reihe einfach hier angucken. Die Aufstellung ist gar nicht so übel, würde ich mal sagen. Finde ich eigentlich ganz gut. Könnt ihr nochmal gucken? Bin zur Stelle! Ihr könnt auf uns zählen! Ja, jetzt wird es langsam unangenehm für meine Gegner. Richtige Chancen können sich bald nicht mehr ausmalen, wenn ich den Turm noch voll besetzt habe mit... Wenn ich den Turm noch voll besetzt habe mit Leuten, dann werde ich auch kaum noch Feuergräben benötigen. Ja, gut, kaum noch. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, der aber... Der Feind ist bezwungen. Bin zur Ihr Stelle. Könnt auf uns zählen. Sehr wenig. Er würde sogar wieder durchs Feuer zurückfliehen. So, daneben ist der Feind. Naja, gut. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Stein? Ich brauche doch nur 200. Das ist natürlich jetzt... Holz haben wir ja jetzt wieder. Dann würde ich einfach sagen... Machen wir noch einen zweiten Steinbruch. Dementsprechend noch ein bisschen hier Verstärkung. Weil es ist ja schon so, dass das frequenzmäßig dann ziemlich gut laufen muss. Sollte. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Habe ich mir fast schon gedacht, dass es jetzt wieder langsam knapp wird. Da würde ich doch fast schon sagen... Bauen wir noch ein wenig. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ah, zu wenig Holz. Okay. Hat's aber gerade geregelt. Alles klar. Bin zur Stelle. Ach, es werden Rekruten benötigt, Sire. Nachteil, wenn man wieder so viele Sachen baut. Ihr spielt schon seit geraumer Zeit, Sire. Ja, aber
aber es ist jetzt nicht so, als wäre es nicht gewohnt, ne? Also dann. Was haben wir denn hier? Bin zur Stelle! Wir haben wieder... Vorwärts! Armbrustschützen. Wir haben wieder... Bogenschützen. In Bewegung! Allzeit bereit! Ein paar Pikenträger. Wir rücken aus! Wow. Bogenschützen bereit! 82 Bogenschützen. Wow. Und das Schöne ist, man muss die noch nicht mal mit Nahrung versorgen. Ansonsten wird es mir hier ziemlich schlecht ergehen. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Sieht fast so aus, als wird der Kornspeicher überlaufen. Und du sagst, die schwinden dahin? Ist ja merkwürdig. Okay. Bin zur Stelle! Ihr könnt es werden auf uns Rekruten zählen. Benötigt, Sire. So, was ich jetzt machen wollte, ja, ranzoomen muss ich nicht unbedingt. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ich wollte noch ein wenig Bier ranschaffen. Wir benötigen Holz. Für die gute Laune. Damit ich ein bisschen was von dem Mutmach gute Laune Zeug da verkaufen kann. Vielleicht soll ich auch das bisschen mit dem schlechte Launenzeug verkaufen. Oder abreißen. Ich meine, es bringt ja an sich nichts. So, das müsste es gewesen sein. Ist die Frage, wie gut ist die Laune? Das Volk huldigt euch, Sire. Plus 3. Religion wäre natürlich auch schön, aber dafür fehlt es eben einfach an Leuten. Gut, dann Hopfen reichen. Ja, doch 3 für Eigenbedarf ist normalerweise genug. Womit kann ich dienen? 3 Stück für Eigenbedarf, dann brauche ich 2 Brauereien und eine entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Da kommt schon wieder der Punkt, wo ich sagen muss, hätte ich mal weniger gebaut, dann hätte ich jetzt nicht so Probleme mit meinem Materialvorräten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Und ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ich sehe mir doch nichts. Ich kann das alles. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. Jetzt noch ein bisschen nach vorne und noch ein bisschen nach hinten. Jetzt haben wir immer noch 5. Und dann machen wir noch da was hin und da. Dann haben wir nochmal einen Pott und... Die Pechvorräte sind zu knapp, Sire. Ja. Die Truppen des Schweins greifen an. Minimal nochmal Fallen aufstellen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ja, ja. Ich hab nicht genug Holz, ist schon klar. Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ärgerlich, ja. Es werden Rekruten benötigt. Tja. Dann wollen wir doch mein mal Bogen sehen. Ist euer! Ein paar Bogenschützen. Oh, Rücken der aus! Turm scheint fast voll mein zu Herr? Sein. Nennt euren Wunsch. Tempo runter. Da kommt die erste Truppe. Die wird wahrscheinlich diesmal nicht von Fallen zerlegt, aber ist jetzt auch nicht so wirklich tragisch. Ihr kriegt doch was ab. Sehr schön. Meine Erwartungen liegen ja eher bei den Hellebardenträgern. Eure Befehle? So.
zünden wir diesmal an. Wir zünden wieder hier vorne an. Dafür müsste dann aber natürlich der erste Trupp durch und am besten tot sein. Oh, das sieht ganz gut aus. Und dann wollen wir doch mal sehen, dass wir das jetzt Feuer erzünden. Gefällig? Feurio. Feurio. Eigentlich reicht es ja jetzt nur noch in der Mitte, wenn man sich das mal genauer überlegt. Wenn man sich genauer überlegt, nur in der Mitte würde er reichen. Die Burg hat standgehalten. Das war diesmal sogar einfacher als vorhin. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. So, ich brauche nicht nur Rekruten, ich brauche auch noch mehr Leute. Was unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Immer besser dastehen lässt. So, denn ich brauche jetzt auch wohl. Kannst du mal aufhören zu knistern. So, Brauereien. Davon am besten. Wir benötigen Holz. Aha. Am besten zwei. Ah, die habe ich jetzt nicht dicht zusammengebaut. Das war vielleicht nicht das Optimum, aber. Okay. So. Und? Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Hm. Natürlich. Natürlich. Die sind knapp. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Sehr schön. Natürlich haben wir jetzt elendig viele Äpfel hier herumliegen. Aber solange es ja irgendwie sich noch in der Waage hält. Na gut, wenn es voll ist, kann ich ja einfach voll lassen. Ist ja egal. Dann behalten die es da und sobald es weniger wird, kommen die alle hin und wollen es abgeben. Ist ja doch nicht unbedingt falsch. So, haben wir denn jetzt schon die ersten Biervorräte? Nee, die gehen erst zum Brauen. 99 Steine haben wir schon. Das ist doch schön. Und die Ochsen sind recht gleichmäßig unterwegs. Doch, ja, die Kolonne läuft. Das kann man durchaus so sagen. Bin zur Stelle! Achtung! Die Kolonne ist wirklich gerade effektiv am Arbeiten. Achso, da sagt ja wieder nichts über die Religion aus. Da haben sie ein bisschen gepfuscht. Funktioniert nicht so. Aber hey, was soll's. Was soll's. Mann, sind die... Das Volk huldigt euch, Sire. Im Moment, wo waren das hier? Angstfaktor da. Das Volk lässt euch hochleben, euer Gnaden. Glücklicher, aber untätiger. Tja, so sieht's aus. Sieht's aus. Oh, das wächst tatsächlich noch, meine Nahrungsvorräte, also... Bin zur Stelle! Da mache ich mir dann jetzt tatsächlich keine Sorgen mehr. So, bald haben wir auch die Steine zusammen. Bin zur Stelle! Sind auf dem Weg! Und... Achtung! In Bewegung! Und los! Und im Laufschritt! Haben wir auch jetzt eine Armee zusammen? Ja! 95 verdammte Bogenschützen. Junge, wenn das jetzt mal nichts hier wird. Dann versuche ich den nächsten Angriff fast... Naja. Gänzlich ohne Verteidigung. Wäre vielleicht falsch. Wie sieht's aus mit Bier? Bier haben wir jetzt. Da würde ich doch sagen, können wir langsam mal eine Schenke bauen. Denke ich doch mal schon. Zwei Brauereien dann reichen, weiß ich natürlich jetzt noch nicht, aber es sollte tendenziell eigentlich irgendwie mal hinhauen. Na gut. Dann wollen wir nochmal ein paar... Oh Mann. Wieder wenig Holz da. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung.
Ah ja, es fehlt Holz. Schon klar. Bin zur Stelle!